Hey Leute, willkommen zurück zu We Play Old School Hotline Miami. Folge 15. Und in der letzten Folge hatten wir ja den Obermacker ausgeschaltet. Erstmal die Obermackerin und dann nochmal einen Obermacker drüber. So einen alten Opa, wahrscheinlich der Boss von der russischen Mafia. Wir hatten herausgefunden, dass die russische Mafia verantwortlich ist für diese Anrufe, die mich hier immer zu solchen Attentaten geführt haben. Und letztendlich war ja die russische Mafia auch verantwortlich für den Tod von Jackets Freundin. Ja, und dann überraschenderweise, nach dem Abspann, ging es jetzt hier noch weiter. Mit dem Biker-Dude, und der hat hier, also ein paar Wochen zurückgespult, und der hat hier so einen Typen niedergenockt, der auch eine Schweinemaske auf hatte. Ja. Und der sagte hier, ey, du musst da in diesen einen Laden, ich weiß nicht, irgendwie so ein China-Laden, hat sich so angehört, und da wirst du halt mehr Antworten finden. Und der ist halt sowieso schon Schwierigkeiten, weil er ihm das gesagt hat, hier dieser Bar-Dude hier, der hier arbeitet. Anyway. Wahrscheinlich hat der Biker auch irgendwelche abgefahrenen Anrufe bekommen für irgendwelche Attentate. So, mal schauen. Schweinemaske. Kann ich nicht aufheben? So, mal schauen. Ich weiß gar nicht, wo ich hier bin. Irgendein Restaurant. Irgendeine Bar. So, mal rausgehen. Was liegt hier? Was liegt hier? Nix. Und da ist auch schon mein Bike. Was ist das? Ducati? Keine Ahnung. So. 16. Kapitel des Safe House. Gibt's auch einen Film davon? Was heißt ein Film davon? Ein Film, der so heißt Safe House. Ich weiß gar nicht mit wem. Ich glaube, der ist mit Denzel Washington. Ist gar nicht schlecht. So. Sieht aus wie so ein Asia-Tempel, ne? So ein chinesisches Restaurant. So. Und ich habe einen. Irgend so ein Beil, so ein Fleischerbeil oder was das ist hier. Und mal gucken, wie sich das hier so auswirkt auf die Gangsters hier. Scheiße. Okay, nochmal. Okay. Nein, so doch nicht. So hier. So. Ey, ich bin wahnsinnig schnell. Das ist so schnell wie das Messer. Hat, glaube ich, auch ein bisschen mehr Power. Was ist denn das für ein Typ? Der steht hier vorm PC und dreht so ein bisschen am Rad. Na, egal. Weiter im Text. Der hat eine Waffe. Nicht cool. Nee, nicht cool. So. Ja, komm ruhig mal an hier. Ey, der hat überlebt. Boah, in der Hälfte durchgeteilt. Geil. Das hat, ist so schnell wie das Messer, hat aber die Power von der Katana. Alter Schwede. Von dem Samurai-Schwert. Hammergeil. Okay, next one. Ja, komm mal her hier. Also mitunter. Nicht immer. Zerteilt das die Gegner, aber manchmal wahrscheinlich. Scheiße, ich brauche eine Long Distance. Ich brauche eine Langstreckenwaffe hier. Der hier ist am Arsch. Scheiße. Nee. Kann ich die? Ey, scheiße, ich kann gar keine. Ich kann nur das Messerchen hier nehmen. Das Hackebeilchen. Ah, ich habe ihn gekillt. Ich habe hier irgendwie noch so Wurfmesser. Ah ja, Wurfmesser. Die kann ich wieder einsammeln. Die bleiben stecken. Okay. Nächster. So. War es soweit? Hier brutzelt irgendwas. Das sieht aus wie eine Kuh. Scheiße, nein. Ah, Mann, ich war neugierig. Die Neugier. Curiosity killed the cat. Scheiße. Ja, ja. So. Messer, Messer, Messerchen. Wurfmesser. Zack. Im Arsch. So, du hier. So. Und, hallo. Hallo. Du hier? Hey, komm her. Komm mal hier. Nein. Hey, der ballert auf mich, aber komm nicht an dran. Scheiße, komm mal her. Komm mal her. So, du noch. Stage clear. Jetzt will ich mir das mal angucken hier. Hier brutzelt was. Ein Wok und irgendeine Fritteuse. Und was denn bitte? Ey, warum kann ich hier die Waffen nicht aufnehmen? Naja, was soll's. Dann halt weiter mit meinem Fleischermesserchen, Fleischerbeil. Bist du für hier noch? Look here, Punk. I've got some things I need to know.
So you better answer my questions, okay? Who are the people who keep leaving me messages? And don't even think about bullshitting me, okay? I won't hesitate to pull you apart if I have to. I tell you what I know, just don't hurt me. I can't tell you who's calling the shots, but they're using... What's Pokemon? Phone home. to sweep up their trails. I only help them set up at the station. You have to hack into their system to trace them. I went into hiding as soon as the job was finished. They seem to have some form of political agenda. Scared the shit out of me. I spent all my savings on getting this rat hole. That's all I have. Er killt nicht? Der ist aber freundlich. Jacket wäre da schon auf jeden Fall härter vorgegangen hier. Okay. Irgend so ein Hacker-Nerd. So, Phonehom. Die benutzen Phonehom. Ja, wissen wir ja. Diese Telefonagentur. So. Ja, mal rausgucken hier. China-Tempel ist erledigt. Kopf ist ab. Und weiter geht's mit meinem Bike. Killings. Also, der Motorradfahrer scheint auf jeden Fall cleverer zu sein, weil der hinterfragt die ganze Sache. Der hinterfragt, warum kriegt er diese Anrufe, und der rennt da nicht einfach hin und tötet Haufen Leute. Nur weil es ihm gesagt wird, ja. Also, der Jacket hat es sicherlich ziemlich genossen, ja, da so ein paar Leute zu killen. So. Ey, B+, immerhin. Naja, gut. Ich meine, ich habe ja auch nur die eine Waffe zur Verfügung, ne? Neue Maske. Rick. Was ist das? Ein Fuchs oder sowas? 16. Mai 1989. Immer noch in Miami, Florida. Und wo bin ich denn? Ist das mein Apartment? Mein Biker-Apartment? Das sieht auf jeden Fall viel geiler aus als das von Jacket. Mal ganz ehrlich. Was hat denn der hier? Ist das ein Modem? Kann das sein? Nee, oder? Keine Ahnung. Sieht aus wie ein Aquarium hier. So. Was denn das? Kann ich das lesen? Ah ja. Thank you for subscribing to our newsletter. We appreciate your interest in our cause. America is a tune and must be sung together. 50 blessings. Ah ja, das kenne ich irgendwoher. Der ist wahrscheinlich DJ, weil der hat hier einen Haufen Vinyls, Haufen Schallplatten und zwei Plattenspieler mit einem Mixer. Ja. Der ist Biker-DJ. So, und eine coole Küche hat er auch und ein Telefon, wo eine Nachricht drauf ist. Mal gucken. You have one new message. Hello, it's Mark from Miami Drop-Off. It looks like you missed your delivery last night. We've got another parcel for you today. Please drop it off at Southwest 107th Place. Our clients will not tolerate further delays. Click. Okay. Also ich muss ein Paket abliefern. Ein Paket abliefern in irgendeiner Straße. Aber dazu mehr in Folge 16 von We Play Old School Hotline Miami. Max Holz ist raus. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.